Also die FDP hat, hat am Freitag 7 Minuten Standing Ovations hingekriegt, da seid ihr doch weit entfernt von. Wie ihr seht, habe ich mich schick gemacht, weil ich habe gehört, wir haben einen Vorsitzenden, Habemus Vorsitzenden, und der Herr Urbach wird uns das Ergebnis verkünden. Ja, liebe Piraten, wir sind heute hier unter anderem Vorsitz wählen. Das haben wir auch geschafft, direkt im ersten Wahljahr. Ich bin stolz auf euch. Ihr habt das Wahlsystem verstanden. Und ich lese jetzt einfach mal vom schlechtesten Ergebnis zum besten hin vor. Den letzten, den ich vorlese, der ist es geworden. Auf Dietmar Wöss entfielen 22 Stimmen. Wir hatten übrigens 609 Stimmen, 607 davon waren gültig. Ja, ihr seid echt gut geworden. Auf Marcel Schmenk entfielen 36 Stimmen. Auf Matthias Pfitzner 56. Auf Stefan Szymanowski 63. Roman Schmidt hat 73 erhalten. Daniel Flachshaar 195. Christopher Lauer 239. Und mit 60,6% und 368 Stimmen wurde Sebastian Merz gewählt. Sebastian Merz, bitte auf die Bühne. Ja, wo ist er denn jetzt? Sebastian Merz, bitte. Der schüttelt die Hände schon wieder große. Sebastian Merz, bitte auf die Bühne. Der schüttelt gerade Hände wie bei der FDP. Sebastian, bevor du die Wahl annehmen kannst, musst du noch was tun. Dann tu das bitte. Und ich frage, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Rücktritt. Rücktritt, Rücktritt. Aber... Moment, es fehlt noch was. Mit einem sehr weinenden Auge nehme ich die Wahl an, weil ich gleichzeitig auch meinen Rücktritt vom Amt des Landesvorsitzenden in Baden-Württemberg erklären muss. Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich glaube, die wollen jetzt, dass du da ein bisschen hingehst ohne uns. Vor den Wahlzetteln. Am besten vor den Wahlzetteln. Wir warten gerade ganz kurz die Presse ab. Können wir das Logo mal bitte auf dem Beamer haben? Die Presse wünscht es. Ah. Und da soll doch mal einer sagen, wir haben keine Ahnung von Computern. Thank you.
Sebastian? Sebastian? Hier, jetzt nur, weil du Vorsitzender bist, musst du mich nicht ignorieren. Bleib mal da stehen, du kriegst gleich noch was. Du bist dran. Ja, du darfst auch sprechen. Wir hatten Sebastian Merz oft in den Sitzungen in Mumble über sogenannte rosa Kühe reden hören bezüglich Programmerweiterung. Daran hat er immer beschrieben, wie ein Programm erweitert werden soll. Deswegen vom Bezirksverband Schwaben bekommt er von uns seine rosa Kuh demnächst noch mit Logo. So,